Der Kollege Herbst hat Fragen zu Lenk- und Ruhezeiten im Güterverkehr und gesetzliche Statistiken. Da gebe ich zu folgende Antwort. Das BAG erstellt ausschließlich länderübergreifende Statistiken. Eine regionale Auswertung der einzelnen Länder findet nicht statt. Für die Kontrollzahlen der Jahre 2015 bis 2018 wird auf die folgende Tabelle verwiesen, die Sie dann ja auch schriftlich von mir bekommen. Ich sage nur mal, kontrollierte Fahrzeuge 2015 181.745, 2016 166.793, 2017 150.613 und 2018 153.793 Fahrzeuge. Davon wurde beanstandet in Bezug Verstöße auf Lenk- und Ruhezeiten 2015 34.907, 2016 32.951, 2017 27.179 und 2018 32.781 Fälle. Vielen Dank, Herr Herbst, bitte. Vielen Dank. Vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen, dass die Kontrollen in der Tendenz zurückgehen, möchte ich fragen, ob eine Erhöhung der Kontrolldichte vorgesehen ist und wenn nicht, warum nicht, beziehungsweise woran das gegebenenfalls scheitert? Also ein Rückgang der Kontrolldichte kann ich nicht feststellen, sondern das wird nach wie vor kontrolliert. Ich würde mir sogar mehr Kontrolle wünschen. Mhm. Mehr Kontrolle setzt aber mehr Personal voraus, das wir dafür so nicht haben. Das heißt, es beantwortet die Frage, wenn wir noch mehr kontrollieren sollen, brauchen wir dafür auch mehr Personal beim BAG. Übrigens machen wir häufig Kontrollen auch zum Beispiel gemeinsam mit den Kollegen des Zolls, um auch diese Frage einheitlich dann gleich abwickeln zu können. Das hat sich sehr bewährt. Aber wie gesagt, wenn wir noch mehr kontrollieren sollen, brauchen wir mehr Personal. Herbst, wollen Sie noch mal? Ja, sehr gern. Sie hatten ja gerade das Thema Personal angesprochen. In einer kleinen Anfrage unserer Fraktion hatten Sie geantwortet, jetzt im letzten Jahr zum Stichtag, der glaube ich im Juni liegt, 28% der Stellen, der Planstellen beim Bundesamt nicht besetzt sind. Wenn das so ist, was wollen Sie eigentlich tun, um zu einer zügigen Besetzung dieser Stellen zu kommen, dass tatsächlich dann auch Personen anwesend sind, die die Aufgaben wahrnehmen können? Ja, das Problem ist gerade in dem Dienst, der sehr hart ist, auch das Personal zu finden. Wir schreiben natürlich die Stellen aus, wir suchen Bewerber und da sind wir in Konkurrenz mit vielen, vielen anderen Dienststellen mittlerweile auch. Und der Dienst ist durchaus schwer, er ist auch nicht ungefährlich und er findet auch häufig zu Zeiten statt, die eben nicht den normalen Arbeitszeiten entsprechen, sondern häufig auch nachts, auch zum Teil mal an Wochenenden und so weiter. Und von daher gesehen ist es für uns nicht einfach, Personal zu rekrutieren. Das machen wir aber, indem wir sehr intensiv werben. Und wir hoffen, dass wir die Stellen dann auch besetzen können, wenn wir sie ausgeschrieben haben.